So, meine lieben Schlömpels, und damit herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem 6 Phoenixology. Wir sind wieder hier bei The Sword of Seals. Folge 16 müsste das, glaube ich, sein, und wir sind immer noch in Kapitel 5, wir kommen nicht vorwärts. Ich bin einfach zu lahm, Entschuldigung an der Stelle, aber ist halt blind, da kommt das bei mir häufiger vor. Ich bin eh nicht so der schnellste Spieler, das wissen aber die, die meine Let's Plays gucken, wahrscheinlich ziemlich genau. So, also, wir haben im letzten Part hier alle auf Level 6 bekommen, außer, ach, Alan, der fehlt noch. Der Alan Harper fehlt noch. Und natürlich Thanks a Lot, ne, hier, er fehlt noch, ja, das ist natürlich, er steht da im Berge und das ist ein bisschen doof. Das ist scheiße. Ich muss den da mal irgendwie mal ein bisschen umschlitzen, na, ist egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, Eliroy geht schon mal zum Einnehmen, wenn wir die Leute gekillt haben, hier schon mal in die Nähe der Festung. Aber wir wissen ja nicht, ne, wir haben ja letzten Part die unangenehme Begegnung gemacht hier, dass sofort spawnen und auch sofort angreifende Einheiten spawnen. Richtig übel und deswegen nie den Heiler allein da stehen lassen. Ganz, ganz doofe Idee. So, deswegen hier zugestellt, ne, Volt hätte noch schon ein bisschen mehr aus, hoffe ich jedenfalls. Und die machen das da oben. Hoffentlich. So, wenn noch einer spawnt, ja, schön. Gibt noch mehr XP, oh, der Volt ist dran, ne. Boah, 11 Schaden! Oh, daneben, okay. Duh, er hat nicht getroffen. Der hat kein Ziel. Oh, was machst du denn da? Junge! Heute steht er sich noch tiefer in den Wald. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Da komme ich doch gar nicht hinterher. Ich habe doch keinen eigenen Banditen. Und der kann doch, glaube ich, gar nicht in die Berge gehen, ne? So, ja, schön. Heilung bringt mir gar nichts. Oh, ich komme da nicht ran. Scheiße. Bist du dumm? Wie soll ich denn das jetzt machen? Was mache ich mit dem Sack jetzt hier? Oh, leck mich doch sonst wo. Das ist echt uncool. Darf ich das mal anmerken, dass das wirklich, wirklich uncool ist? Was mache ich denn da jetzt so vor lauter Verzweiflung? Du kannst ja nicht mehr chippen hier unten, ne? Kann sie irgendwen heilen, oder? Und zwar den Magier heilen. Der braucht ein paar HP, der ist nämlich schon ziemlich am Abkrepeln. So, noch einmal hier, dann ist der auch voll. So, jetzt möchte ich ihn hier gerne aus dem Weg räumen. Kannst du noch irgendwie chippen, Eliroy? Ja. Können wir uns noch ein paar extra XP rausbashen? Ja, machen wir mal. Let's go, Eliroy! Und schlägst! Daneben, wow. 10 XP, schön. So, und jetzt kann Alan den Schlussstrich ausführen und sein Level Up einstreichen. Was ich hier oben mache, weiß ich allerdings noch gar nicht. Warte mal, wie weit kommst du denn? Du kommst bis nach da unten. Pass mal auf, wir ziehen mal den lieben Chat hier hin und dich mal links daneben. Dann kann der nämlich nur... Ich kann ihn jetzt nur anlocken. Er muss uns jetzt entgegenkommen. Und zwar in eine Fläche, wo er keinen Bonus ausweichen hat. Das ist immer sehr wichtig hier. So, was mache ich jetzt mit dir hier? Du bist sowieso jetzt down. Nein. Nein. Mann, Junge. Chill mal. Los, schnell. Oh, schön die Schulter abgeschaftet. Und dafür gibt's ein Level Up. Yeah, Alan Harper erreicht Level 6. Oh, geil. Schönes Level Up. Da freue ich mir einen Keks. Eigentlich schon alles bis auf KP und Glück. Hm. Das hat was. Die hat was. So, schön. Der Ben. Was hat der für ein Wachstum? Ich guck gerade. Das war Alan. Ah, das war er hier. Ja, alle so im Bereich der 40er, ne? Schade, warum hat er 85% KP nicht auch noch gekriegt? Egal. So, ja, den lasse ich jetzt hier anrödeln und dann ist der nächste Runde down, hoffe ich. Hoffe ich. Man weiß es ja nie. Da kann ich nämlich diese vermaledeite Kapitel ja nicht beenden. Noch daneben, Kumpel. Der trifft niemals meinen Dieb. Der verpasst dir gleich einen Hieb. So, also letzter Schlitz. Nee, halt, wisst ihr was? Kann ich ihn nicht irgendwie blocken nach hinten, wenn ich jetzt nicht treffe oder so? Nee, war. Ist egal, ich stelle mich mal hier hin. Und dann einmal schlitzen. Daneben, Kumpel. Wappes! 15 XP für einen simplen Chip ist das schön. Der kriegt so viel XP als die. Ist so schön. Aber dafür kriegt er hier auch keine Evolution. Keine Entwicklung, keine Promotion, wie man jetzt im Fire Emblem Jargon sah. So, ja, da sind die üblichen 67% wieder. Triff, Junge! Oh yeah, und damit thanks a lot and level up. Geil. Ching, ching, ching. Speed und KP, echt jetzt? Ja. Junge, du musst da mal ein bisschen was mehr kriegen. Du brauchst Verteidigung. Egal.
Skill wäre auch wichtig. Skill, du brauchst alles, was Skill und Glück betrifft. Der kriegt die ganzen Fähigkeitsbücher von mir, das weiß ich jetzt schon. Falls ich mal welche finde. So, hier ist alles erledigt, dann ja, Eliroy, tu deinen Dienst und beende diesen Schmarrn hier. Lord Roy, ein Priester von Sand... ich kann immer noch nicht sprechen. Sand Elimine Kirche wünscht eine Audienz mit euch. Und Prinzessin Guinevere. Er weiß, dass Prinzessin Guinevere mit bei uns ist? Ja, aber ich weiß nicht, wieso. Ich auch nicht. Ich werde ihn alleine sehen. Also, ich werde ihn alleine treffen. Hey Roy, das ist schon in Ordnung. Ich wünsche den Priester zu sehen. Prinzessin? Tensions, was sind Tensions? Das ist bestimmt Spannung. Spannung... Die Spannung zwischen meinem Bruder und der Kirche hat sich kürzlich verschlechtert. As of late heißt er, glaube ich, kürzlich, also... Late heißt eigentlich spät, aber... Kann auch neulich heißen. Egal, wird schon irgendwie stimmen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas... Underhanded hatten wir schon mal, ne? War das nicht unfair oder unsittlich oder irgendwas so machen? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas... Feiges anstreben würden. Ich verstehe. I see. Gibt ganz viele, die lesen das immer als ich sehe. Das ist so dumm. Merlius, bitte den Priester herein. Ah, da ist er, der alte, genau, Miroku hat man mir. Miroku. Aus Inuyasha, der Pervy-Perver-Priest. Richtig übel. Lord Roy, es ist ein Vergnügen, sie zu treffen, letztlich. Sie letztlich doch zu treffen, so rum. Ich bin Saul, ein Akolyt, was ist das denn? Oh, ich habe ja den Übersetzer offen, ich kann ja gucken. Akolyt. Der Gefolgsmann, der Messgehilfe, der Akolyt, ach, du gibst im Deutschen auch. Aus dem Katholizismus. Aha. Mann, Leo ist echt schlau. Ist ein Deutsch, weil ich nicht mal im Deutsch... Doch, warte mal, in Ragnarok gab es eine Heilerklasse, die hieß Akolyt. Stimmt, jetzt fällt es mir gerade ein. Ja gut, dann passt es ja. Ich bin ein Akolyt der St. Elimine Kirche. Schön dich zu treffen. Oh, und du musst Prinzessin Guinevere sein. Und du bist so wunderschön, wie die Gerüchte sagen. Entschuldigung bitte. Entschuldigung. Eure Hoheit. Ich möchte gerne wissen, wo sich das Fire Emblem befindet. Ich sag's manchmal selber so. Ihr habt es bei euch, oder? Woher weißt du das? Berns Kopfkirche. Nee, Berns oberste Kirche wahrscheinlich. Irgendwie Head Church ist wahrscheinlich sowas wie... Was ist Hauptquartier der Kirche. Also die Oberkirche. Keine Ahnung, wie man das so übersetzen soll. Hat uns gesagt, dass das Fire Emblem aus dem Schrein der Siegel verschwunden ist. Und ihr wart ebenfalls, also ihr... Went missing, ja Gott. Ihr wurdet ebenfalls vermisst in exakt der gleichen Zeit. Ja, ist schon verdächtig, ne? Ich wurde durch die Kirche gesendet, um die Wahrheit zu bestätigen. Also ich muss sagen, dafür, dass er ein Pervy-Perv ist, ist er gar nicht mal so blöd. Warum habt ihr das Fire-Emblem mit euch genommen? Ich wünsche meinen Bruder zu stoppen. Euren Bruder, Zephiel, den König von Bern. Ja. Weißt du, wofür das Fire-Emblem benutzt wird? Es ist der Schlüssel, der das... Was? Der das Schwert erwacht, das benutzt wurde, um vor langer Zeit die Drachen hier zu schnetzeln. Das war jedenfalls das, was mein Vater mir erzählte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Fire Emblem genau und das Schwert genau funktioniert. Mein Big Brother, Alter. Nein, Spaß weiter. Mein Bruder scheint sich darüber zu sorgen, dass das Fire Emblem in gegnerische Hände fallen könnte. Hat extraordinarily... Ist das was aus Mary Poppins? extra, bestimmt außerordentlich oder so. Ungemein, ungewöhnlich, außergewöhnlich, außerordentlich, ja. Außerordentlich, so. Ihr wisst schon. Also habt ihr das Fire Emblem mit euch genommen, damit der König glaubt, es wäre in die gegnerischen Hände gefallen. Alles nur mit dem Zweck, seine Eroberung zu stoppen? Ja, aber der Krieg ging einfach weiter. Und was würdest du nun? Was werden sie nun tun? Muss ich meinen Plan zu diesem Moment offenlegen? Ja. Ah, sie hat einen Plan. Ah, eure Hoheit hat einen Plan. Given hope for settling this war.
Achso, ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, diesen Krieg ohne weiteres Blutvergießen zu beenden. Ich sehe. Nein, ich verstehe. In diesem Fall werde ich euer... Was? Accompany you on your journey. Werde ich sie auf ihrer Reise begleiten. Nur wenn Roy das erlaubt. Objection! Kenne ich aus Super Mario Sunshine. Ich habe keine Einwände. Danke dir, Roy. Kein Problem, Prinzessin. Alles easy, man. Ach, Roy ist so schön unkompliziert. So, saven. Oh, wir haben über eine Stunde gebraucht. Ich bin zu langsam einfach. Entschuldigung. Nachdem Saul, der Priester von der St. Elimine und Dorothy, sein Bodyguard... Was, wieso braucht ein Mann einen weiblichen Bodyguard? Okay, nee, es ist okay. Also, wir sind da im Zeitalter der emanzipierten Frau. Da ist total cool. In ihre Reihen. Roy und die Company entern Trier. Im Südosten von Ostia. Ich finde immer noch Ostia immer noch schöner als Ostia. Ist total dumm. Trier ist geführt durch Lord Orwin. Orwin aus Final Fantasy X? Nein, Spaß beiseite. Lord Orwin. Hectors Halbbruder. Hector hat einen Halbbruder, was? Orwins Heimatschloss oder Heimschloss, was soll man sagen dazu? Ja, Standpunkt, sein Heimschloss halt, ist mir doch egal. Er scheint ein sicherer Platz zu sein, um dort zu verweilen. Es wird Schlatt. Night of Night, das war's. Okay. So hat Roy erwartet, eine Nacht von ruhiger Erholung, also Rest ist ja auch der englische Name für Erholung als Pokémon-Attacke, da erkenne ich das, für seine Truppen. Wie auch immer, Trier ist genau, ist zwischen Berns oder auch unter Berns Einfluss. Within, das heißt ja eigentlich mit oder zwischen oder so. Oh, aber bitte, warte mal, halt. Über Nacht? Warte mal, aber keine Dunkelheitsmission, ne? Okay, erstmal Check Map. Wie sieht's denn aus? So. Hier haben wir Wagner. Oh, hat der ein Eis für uns? Immer diese Mediengestörten. Ein Schamane, ein Shaman King. Yeah, Yo Asakura. Nein, Spaß weiter. Wer weiß noch, woher das kommt, das würde mich mal interessieren. So, er steht natürlich mitten auf dem Thron, das ist natürlich ganz geil. Und der hat 10 Speed, wie kann er sich da ekelhaft das wagen? Der, wieso hat der 10 Speed, Alter? Der hat 50 Ausweichen, wie soll ich denn den jemals treffen? Boah, leck mich. Steel Lance, Alter. Langspeere, Feuer, Donner. Oh, hier ist ja alles dabei. Oh, die ganzen Einheiten, wo kommen die alle her? Ne, Ironlanzen, Javelins, Ironlances, alles dabei hier. Doch ein Donner, noch ein Feuer. Oh Mann, nein. Steel Lances, na gut, die haben eh so eine beschissene Konstitution, die können ihn nicht tragen. Iron Sword, Javelins, nur noch eine Javelin. Hier sind noch Räume, die sind irgendwie nicht offen, nicht zu. Ach hier, ich sehe gerade, hier sind die Türen. Boah, ist aber echt gut versteckt an der Seite. Hier ist noch eine Tür, da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Alter, wie viele Türen gibt es denn hier? 1, 2, 3. Auf jeder Seite gibt es 4 Türen. Heißt 8 Stück. Okay, wir brauchen also schon mal unseren Dieb. Und wir können endlich Einheiten auswählen. Oh, ist das geil. Moment. Return, genau. So, Pick Units. 10 Stück dürfen wir. Markus, tschüss. Wold, du hast keinen Bogen, tschüss. Lance, Alan, du hast... Melinus, müssen wir den mitnehmen? Nö, tschüss. Wait, tschüss. Tani, Lou, Rutger, Clairwein, Chad und... Ich kann Deke nicht mehr mitnehmen. Oh Mann, oh. Oh, seid doch nicht so gemein. Komm, gib mir eine Einheit mehr. Bitte, bitte. Ach Mann, oh. Scheiße. Ich wollte den Deke mitnehmen. Können wir nicht noch einen zu Hause lassen hier? Einen von den Rittern? Aber nee, die möchte ich gar nicht gleichzeitig trainieren. Oder? Wir werden noch Einheiten kriegen, die wir auch trainieren wollen. Ich werde ja auch immer einen Schamanen trainieren wollen. Und der Bogenschütze muss ja normalerweise auch mit. Also vielleicht muss ich mich doch für einen von den beiden entscheiden. Wir machen erstmal hier genau sortiert. Und so, jetzt mache ich es mal so ganz kurz hier. Den Trick kennt man ja, dadurch kann ich halt sortieren, welche Einheiten hintereinander stehen, dass ich hier mit R durchblättern kann. So, er ist kein Level höher, 2 KP mehr, 4 Stärke mehr, denselben Skill, 2 Speed weniger, dasselbe Glück, eine Defense mehr und dieselbe Resistenz. Konstitution ist ähnlich, Affinität sind beide ziemlich gut. Feuer ist leicht mehr offensiv als Anima, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was die in die Waffenlevel an, haben sie beide gleich schlechter. Aber die haben schon eine Verbindung miteinander und das wäre jetzt dumm, das auseinanderzureißen. Das habe ich jetzt ganz kurz vergessen. Nee, ich glaube, ich möchte 2 Ritter wirklich trainieren. Außer es bietet sich vielleicht eine andere Einheit ein oder keine Ahnung. Mal sehen.
Meine Leute, also hier fehlen ja 2 Einheiten und 10 ist eigentlich eine normale Zahl. Wir haben schon wieder viel zu viele Einheiten. Aber da ist eigentlich alles dabei. Ein Magier, ein Pegasus-Ritter, ein Axtkämpfer, ein Dieb, ein Ritter, ein Kavalier, natürlich unser Heileropfer und unser Eliroy. Ist alles dabei. Nur Midone. Viel kommt ja jetzt ja nicht mehr. Ja doch. Bogenschütze, Söldner, was kommt da noch an Einheiten? Ein Piraten, falls es sowas hier im Spiel gibt. Das wüsste ich ja noch gar nicht, ob es sowas hier gibt. Und dann muss ich sagen, erstmal Items. So, Save? Nee, Trade. Erstmal abgeben hier. Wait, was willst du hier? Ach du Scheiße, Trade. Items zwischen Einheiten tauschen. Discard. Unneeded Items, genau. So, Iron Axe, Discard. Das soll ablegen, ne? Also, wo kann ich das Lager denn sehen? Transfer Items and to and from... Ah, hier. Ah, Give, Take, Discard. Ah, Discard ist richtig wegwerfen. Gott sei Dank habe ich das nicht gedrückt. Ah, Flieger, hau ab, kusch. Geh weg. Ekelhafte. So, Give 4, nee, oh, Stock 4 haben wir. Geil. Würde ich sagen, hier, Deke, du behältst dein Zeug, Alan, du kannst mir auf jeden Fall dein Heilmittel abgeben, zack. So, Merlinus hat ja gar keine Items. So, Markus gibt dein Zeug Oma ab hier. Zack, zack. So, Türschlüssel können wir vielleicht Oma mitnehmen. Oh, der Rüdiger, der bräuchte das. Oh, was hast du denn da für schöne Sachen hier noch abgeben? Ein Halbert und ein Armor Slayer. Können wir vielleicht auch nochmal gebrauchen in dem Kampf. In dem Kapitel, genau. Hier können wir kampieren im Kapitel. Nee. Ich bin heute ein bisschen grabbier. Ich muss heute noch arbeiten. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. So, wisst ihr was? Du kannst deine Stahlachse hier sonst wo entdecken. Die werde ich nie nutzen. Die hat so eine beschissene Reichweite. Und so eine beschissene Trefferrate. Never ever. Oh, der Hammer ist genauso scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Was ist denn eine Halbert? Ist die gut? Oh, 10, Alter. Aber 15 Gewicht. Oh Gott. Trefferrate, wie gut ist die im Vergleich zum Rest hier? 10 weniger. Aber noch besser als die Stahlachs. Und 10 Angriffe ist ziemlich gut. Ja, bringt aber nur was gegen Pferde. Und Pferde habe ich gerade nicht gesehen. Deswegen lasse ich das mal lieber. Nee. Haben wir echt nicht einen Bogen für Volt? Nee. Scheiße. Mann. Ich habe keinen Bogen gekauft, du dummer Junge. So, wisst ihr was? Die gibst du mal dem geliebten Boss, weil der braucht halt den Damage-Output lieber als du. Du bist mit Doppeln und Eisenlands auch so ganz gut bestellt. So, Alan, genau denselben Scheiß. Wisst ihr, wir könnten dir nochmal einen Langspeer geben. Taken? Haben wir sowas überhaupt noch? Nee, wir haben noch nie Ironlanze. Das bringt mir ja nichts. Wie viel Exe ich hab, Alter. Ist das heftig. Ja gut, die ersten 80% der Gegner waren ja auch alles nur Axtkämpfer, ne? Da ist das irgendwie nicht... Ach, hier gucken wir, haben wir noch Silverlands noch. Gib's doch mal ab. Brauchen wir noch nicht. Haben wir eh noch keinen mit A-Level. So, du bräuchtest vielleicht ein Heilmittel, du bräuchtest auch ein Heilmittel. Oh, du brauchst einen neuen Iron Sword bei Gelegenheit. Der braucht schwer neues Feuer. Ich muss hier demnächst mal echt Waffen rufen. Ganz, ganz dringend. Nee, ich glaube, Chat kriegt die Heilmittel. Ich habe noch eins. Bitteschön. So, wer will denn das Ding haben hier? Ich glaube, das gebe ich eben von euch mit. Du hast 3 Items, du hast... Die Heilerin, wenn sie mal... Nee, gib dir das mal. Take mal den Door Key with you. Den Door Key. Oh Mann, die werden mal flacher. So, denn hier speichern. Letzte Gürtel. Ensnared. Was? Umschnarcht? Nee, ensnared. Was heißt denn das da? Eingeengt. Schon irgendwie so was. Eingeengt. Ensnared. Gefangen, umgarnt, verführt, verstrickt. Verfickt und zugenäht. So, Chapter 6. Ja, ich glaube, wir sind fertig, ne? Können wir nicht noch irgendwie die Position tauschen? Nee, das geht ja gar nicht. Wir waren doch bei Check Map, ne? Was? Wieso kann ich nicht changen? Ich will die Positions changen. Ah, jetzt. We order your units. Wen stellen wir denn nach vorne hier? Wir haben hier einen Magier, einen Haufen Lanzenkämpfer. Hier ist der Axtkämpfer endlich mal wieder richtig gut. Und hier stellen wir einfach... Ich würde sagen, wir warten ab und gucken mal erstmal, ob die auf uns zukommen. Wenn ja, haben wir eine Arschkarte. Weil dann werden... Okay, eigentlich ist mir egal. Hier werden sie sich einfach aufstauen. Von hinten muss ich heilen. Von hinten. Und hier werde ich einfach gegen die Schwertkämpfer und was dann noch so oben anrutscht als Ritter, werde ich einfach zustellen. Am besten mit den 2 Kavalieren. Und die Mitte übernimmt dann der Ritter und vielleicht der Axtkämpfer oder so. Weil jetzt sind so viele... Ja, das schaffen die. Jetzt sieht gut aus. Also so hätte ich das gerne. So einmal. Und so. So, dann den Heiler natürlich nach hinten. Den Magier nicht ganz so
frontal. Ja, so sieht gut aus. That sieht good aus. So, jetzt haben wir natürlich erstmal weniger Einheiten in diesem Zug. Jetzt müssen wir... Ich will mal AB drücken, um zurückzukommen. Aber man muss doppelt A drücken. Man muss hier wirklich Return klicken, um zurückzukommen. Jetzt sind so alte Feinheiten, die fallen mir gerade auf. So, Leute, würde ich sagen, let's go. Wir haben noch Zeit. Ja, na, eigentlich eine Minute, um genau zu sein. Das ist doch nicht mehr... Das ist doch nicht mehr feierlich, Alter. Ist mir jetzt egal, Mann. Chapter 6. Ensnared. 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 Französisch. Wer bist du denn? I snuck in here no problem, but there's nothing worth stealing. Was? Ich bin hier ohne Probleme reingestupt, aber hier ist nix wert, was lohnt sich lohnt zu stehlen. Ein Dieb, aha. Was all the values, but with that security. Security ist gut. Sieht aus, dass die Nordhalle all die Wertschätze, die Kostbarkeiten hat, aber mit der Sicherheit. Sind das Schritte? Ich lege alles unter. Du hast einfach gerade gemacht. Ich versichere, alles ist unter Kontrolle. I trust? Nee, denn ach, ich hoffe wahrscheinlich irgendwie. Oder ich hoffe oder ich wünsche. Trust, was könnte das denn noch bedeuten in dem Zusammenhang? Irgendwie so was. Ja, Milord. Die Soldaten sind stationiert überall um das Schloss herum. But don't ambush them and just have with Lord Owen. Was? Owen ist auch schon tot? Nein. Hectors Stiefbruder. Mano. Sobald sie einmal drinne sind und ihren Schutz oder ihre Verteidigung ablegen, was ist ein Ambush? Abräumen. Irgendwie sowas. Ambush? Der Hinterhalt. Oh. Jemand aus dem Hinterhalt überfallen. Nein, das ist ja böse. Besiegt sie aus dem Hinterhalt, genauso wie mit Lord Owen. Ja, Milord. Ich wünsche Prinzessin Guinevere am Leben. Mit dem Rest könnt ihr machen, was ihr wollt. Jetzt geht. Okay, lachen wir uns nicht versetzen. Was? Silverwolf's Granddaughter? Wer ist denn der Silberwolfs? Und welche Enkelin? Was? Erst die Enkelin des Silberwolfs und nun Prinzessin Guinevere. Was? Mit so vielen Dingen, die wir bieten können, Bern, also können wir sicher gehen, dass Bern uns erlaubt, ihnen beizutreten. Irgendwie so. Na, ist das nicht interessant? Jetzt können wir endlich eine gute Nacht Ruhe bekommen, Lord Roy. Das I wonder. Ich hoffe. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Dieser Typ sagt, er war Lord Owens Advisor. Was heißt denn Advisor? Advice ist ja Gehilfe, so. Advice ist ja so Hinweise geben. Berater. Aha, okay. Wagner? Scheint irgendwas denn schlecht mit ihm? Er schien so, als hätte er die Kontrolle über alles, als wäre er der Lord. Und Lord Owen ist so krank, dass er nicht mal seine Gäste treffen kann? Das alles wirkt so seltsam. Roy ist ein cleveres Köpfchen, man merkt es immer wieder. Jetzt, wo du es erwähnst, ein Punkt für dich. Entschuldige, Lord Roy. Es scheint eine furchtbar große Anzahl an Soldaten zu sein, die das Schloss patrouillieren. Ich denke, die spionieren uns aus. Was? Nein. Nein, doch. Oh. Du hast es bemerkt, nicht schlecht. Wer ist da? Zeig dich, Eindringling. Hi. Und who might you be? Wer magst du sein? Ich bin nicht... Not on time. Ich bin nicht die gerne über sich selbst redet. Ich habe... I overheard?
Heißt doch überhören, oder? Oder ich habe gehört, dass der Wagner-Typ in der Haupthalle gesagt hat. Er sagte, die werden euch aus dem Hinterhalt, euch Jungs aus dem Hinterhalt abräumen. Lord Owen würde das niemals tun. Oh ja, er ist tot, glaube ich. Wagner hat ihn assassiniert. Was? Assassin's Creed? Was? Er möchte euch alle in Gefangenschaft bringen und euch Bären übergeben. Warte, Lord Roy. Wir können ihrem Wort nicht so einfach glauben. Es liegt an euch, ob ihr mir traut oder nicht. Aber sagt nicht, dass ich euch nicht erfahren hätte. Roy, wenn das, was sie sagt, wahr ist. Aha. Lass uns in die Falle springen. Wir werden so vortäuschen, als würden wir abhauen. Wenn Wagner uns hinter uns her ist, wird er versuchen, uns zu überzeugen, uns zu bleiben. If you wanna get out, go through the North Hall. Oh, da lügt sie aber gerade. In der Nordhalle war nämlich viel Security, hat sie gesagt. Aber da waren die Wertschätze, hat sie gesagt. Aha, ich weiß, was sie vorhat. Die will, dass wir die abräumen, damit sie klauen kann. Pass mal auf, du. Ja, wenn ihr raus wollt, dann geht durch die Nordhalle. Aha. Das wird euch durch den... Courtyard ist doch... Oh, ich kenne das Wort, aber ich weiß gerade nicht, was das bedeutet, genau. Sekunde. Das ist schön, wenn man halt eintippen kann. Der Hof, der Innenhof, genau. Ja, das wird euch in den Innenhof bringen und ihr werdet in Kürze hier draus sein. Viel Glück! Oh, Lord Roy. Wohin wollt ihr? Ich werde euch zum Rücken des Schlosses eskortieren, also bitte folgt mir. Ich entschuldige mich, Sir Wagner. Ich habe gerade eben einen Bericht von Grave Importance, von großer Bedeutung erhalten. Bitte entschuldigt uns, aber wir müssen jetzt abhauen. Aber sicherlich werdet ihr doch ein warmes Bett bevorzugen nach so langer Zeit auf dem Feld. Lord Owen würde sich ärgern, würde wütend mit mir sein, wenn ihr einfach abhaut, ohne unsere Hospitality oder Gastfreundschaft zu akzeptieren. Keine Sorge. Was? Ich sollte Lord Owen einfach selbst sagen, dass sie nicht derjenige sind, den er beschuldigen soll. I ought to at least offer him a greeting anyway. Ich möchte ihm wenigstens doch einen Gruß hinterlassen. Bitte zeigt uns, bitte führt uns zu seinem Raum. Wie ich schon sagte, Milord, Lord Owen ist krank und kann keine Gäste akzeptieren. Wenn wir ihn nicht sehen können, dann müssen wir losgehen. Gibt es denn nichts, was ich Ihnen anbieten kann, um hier zu bleiben? Dann bleibt mir keine Wahl. Wachen! Angriff! Tötet sie alle, aber lasst Prinzessin Guinevere am Leben. Das Mädchen hatte recht. Die wollten uns wirklich aus dem Hinterhalt angreifen. Na toll, jetzt kommt aber ein Husten durch. Und ich habe mein Mute-Programm nicht offen, also scheiße aber auch. Ja, wenn wir diesen Weg gehen... Wenn wir diesen Weg gehen... Was ist denn unser Rear? Rear war doch Rachen, ne? Wenn wir jetzt abhauen, dann sind wir offen für Angriffe, irgendwie so. Dann werden wir einfach das gesamte Schloss einnehmen. Folgt alle meiner Führung. Ah, Elliewood wird hier voll zum Führer.
Okay, Leute. Na, sind wir im Kampf gelandet schon wieder mal. Man hat hier irgendwo nie ein Päuschen oder so. Man, Gott, ey, Elliwood, der muss ja echt was durchhalten. Aber er hinterher hat's gut unterschaut, muss man sagen. Auch wenn er so gewisse Hinweise bekommen hat und so. Aber Elliwood war ja am Anfang nicht anders. So. Ich würde sagen, der Part ist jetzt schon wieder ziemlich lang mit der ganzen Übersetzungsquatscherei. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle beende ich den Part erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und werden dann hier einfach mal ein bisschen abräumen und hoffentlich ganz viele Schatzkisten aufräumen. Geldgeil. Egal. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin wieder mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, Kowski und ciao.